Das fühlt sich an wie Butter, die man sich in die Haare schmiert. Lachen, traurig, lachen, traurig. Spaß. Das ist ganz nass. Hallo ihr Lieben, ich habe heute frei und nichts Besonderes zu tun und ich dachte mir, ich mache heute so einen kleinen, ja, Wellness-Recover-Tag und tue mir selbst mal wieder was Gutes. Und ja, meine Haut ist zurzeit eh nicht so die Beste. Ja, ein bisschen unrein zurzeit, immer mal wieder ein Pickel. Und meine Haare kommen mir auch manchmal ein bisschen so trocken vor und ich denke, die können auch mal wieder was gebrauchen, außer die tägliche Haarwäsche. Und ich war jetzt bei DM und habe mir drei Produkte gekauft, unter anderem, die ich heute mal testen möchte. Und ja, die fand ich sehr interessant. So eine, ja, hier einmal eine Haarkur, die werde ich zuerst testen. Dann habe ich eine totes Meermaske, die habe ich schon mal benutzt, aber finde sie sehr gut. Und dann noch solche Augengel-Pads, die so die untere Augenpartie mit Feuchtigkeit versorgen sollen und ja, so ein bisschen kühlen, erfrischen, abschwellend wirken. Und die drei Sachen teste ich mal und dann schauen wir mal, ob man irgendwie einen Vorher-Nach-Effekt erkennen kann. Und ja, manche werden jetzt wahrscheinlich sagen, viel zu viel für einen Jungen, aber das ist mir egal, ich probiere gerne aus und ich habe Zeit. Und warum soll man nicht mal was für sich tun? Also wir legen los mit der Haarkur und die ist von Alverde, ist ohne Silikone, worauf ich geachtet habe und ist für glanzloses und sprödes Haar, also genau das, was ich denke, was ich gerade habe. Es ist schon so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so ein bisschen müde irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber jetzt auch nicht so strapaziert und total kaputt. Und ja, ist ja auch kurzes Haar. Also ich habe jetzt nicht Probleme mit Spliss oder irgendwas. Das weiß ich auch. Und ich fand die ganz interessant. Hier verleiht brillanten Glanz und leichte Kennbarkeit. Riecht ganz gut. Ist ohne Silikone, ohne Konservierungsstoffe und Farbstoffe. Wir können mal dran riechen. Die ist so, ja, so cremeartig. Und man soll die nach der Haarwäsche ins feuchte Haar tun. Die Haare habe ich morgen bereits gewaschen. Jetzt mache ich sie nochmal nass und dann tue ich die Kur rein. Und dann muss sie 3 bis 5 Minuten einwirken. So, die Haare sind nass und jetzt testen wir mal die Haarkur. Wie viel soll man davon nehmen? Steht das hier? Ah, nee. Das finde ich eben auch gut, dass es eben so eine Tube ist. Das heißt, man kann selber auswählen, wie viel man benutzen will. Ich nehme jetzt mal wie bei Shampoo ungefähr. Ja, ein bisschen mehr darf bei der Kur, glaube ich, schon sein. So vielleicht. Ja, ein bisschen noch. Ja, das finde ich halt gut bei der Tube, da kann man selber portionieren und hat dann nicht so ein aufgerissenes Päckchen oder so. Jetzt brauche ich hier meinen Spiegel. Und tue die jetzt da rein. Uah, das fühlt sich an wie Butter, die man sich in die Haare schmiert, aber das ist ja normal. Also eigentlich wasche ich meine Haare nur so jeden oder jeden zweiten Tag mit Shampoo. Ich benutze nicht mal eine Spülung oder so, deswegen denke ich, so eine Kur kann doch ruhig mal ganz gut tun. Ich habe mal gehört, dass man nichts auf die Kopfhaut tun. Okay, dann vermeide ich das mal ein bisschen. So, ich habe hier noch so einen Kamm, damit kämme ich das jetzt mal so durch. Und jetzt soll man das Ganze 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Ich glaube, jetzt 3 Minuten sind schon fast wieder rum. Also geht echt total schnell. So, kleine Planänderung. Die Haare sind noch nass, deswegen sieht man jetzt noch kein tolles Ergebnis. Und ich dachte mir in der Zwischenzeit, während die trocknen, ich glaube, ich lasse die Luft trocknen, kann ich ja schon mal die nächste Anwendung ausprobieren. Und zwar möchte ich jetzt diese Totes Meermaske von Schäbens testen. Und meine Haut, wir können sie ja mal zusammen ein bisschen anschauen, ja, hat hier so leichte Unreinheiten, die jetzt aufgetaucht sind, weil die Haut hier ein bisschen ölig zurzeit ist. Dann, ja, ein bisschen vergrößerte Poren auf der Nase, damit habe ich immer so zu tun. Und ja, hier manchmal ein bisschen trocken. Und ja, ich denke, so eine Maske tut ganz gut. So, was steht hier? Beugt Pickeln und Mitessern vor. Okay. Zur intensiven Hautklärung. Verfeinert sichtbar das Hautbild, auch gut. Frei von Farbstoffen und Parfüm. Hautzustand wird sichtbar verbessert, Spirulina-Algen schützen durch ihre antioxidativen Eigenschaften vor schädigenden Umwelteinflüssen und unterstützen so die natürlichen Funktionen der Haut. Aloe Vera und Kamille wirken besänftigend. Da, wo der Bart ist, werde ich eh nichts hin tun, denke ich. Boah.
Das werde ich jetzt 10 Minuten einwirken lassen und dann spülen wir das ab und dann schauen wir uns die Haut mal an. Und danach kommen noch die Eyepatches dran, auf die bin ich ganz gespannt, weil ich sowas noch nie ausprobiert habe. Die kommen dann hinterher. So, jetzt werde ich mal die Hände waschen und wir sehen uns gleich. So, die Maske ist jetzt so angetrocknet, ich kann kaum noch hier reden, jetzt bröckelt das hier schon so. Mein Gesicht ist so wie so ein Botox-Gesicht. Ich lache, ich bin ganz fröhlich. Ich bin ganz traurig. Lachen, traurig, lachen, traurig. Spaß. Und jetzt wasche ich die Maske ab. Boah, ich sehe so lustig aus. Schaut, das einfachste Halloween-Tutorial der Welt. Einmal eine Maske drauf und die dann so trocknen lassen und schon sieht man aus wie so ein Horrormörder. Okay, ich wasche sie ab und dann schauen wir uns die Haut an. Bis gleich. So, tada, die Maske ist jetzt ab und die Haut fühlt sich jetzt hier so ganz weich an. Auch nicht trocken oder so. Und ja, klar muss ich die Haut danach immer erstmal ein bisschen beruhigen. Deswegen ist jetzt noch leicht so gerötet. Aber so eine Maske ist echt immer gut und die Haut fühlt sich jetzt auch nicht trocken an oder so. Ich nehme jetzt noch ein bisschen von dem Rosenwasser Gülsuyu. Das ihr schon aus meinem letzten Video kennt, wo ich meine Gesichtsroutine vorgestellt habe. Und das benutze ich jetzt einfach noch zum Reinigen. Nehme ich so ein Wattepad. Und das ist eben gut, um die Haut noch zu reinigen. Und noch mehr das Hautbild zu verfeinern, ihr Feuchtigkeit zu geben. Und sie ein bisschen zum Strahlen zu bringen. Das war's damit. Und jetzt kommen wir zu den, wie heißen sie hier? Augengel-Pads. Und die habe ich auch bei DM gekauft, sind ziemlich teuer. Da sind nur 3x2 drin und ich glaube, die haben 3,75 € gekostet. Normalerweise würde ich, glaube ich, sowas gar nicht kaufen. Wir denken, 3,75 € für 3 Pads ist ja wohl ein bisschen teuer, aber so als Wellness-Effekt und auch um sie mal auszuprobieren und euch zu zeigen, dachte ich mir, ich kaufe mir das mal und ich kaufe ja auch sonst keine teuren Produkte irgendwie. Und hier steht, kühlt und erfrischt bei Schwellungen. Aufpolstereffekt mit Hyaluronsäure. Genau, feine Linien und Fältchen werden sichtbar gemildert. Die zugeführte Feuchtigkeit hilft, Trockenheitsfältchen in der Augenpartie zu glätten. Ich habe jetzt nicht so Falten, aber ja, so ein paar Lachfalten, denen kann man ja schon mal so ein bisschen entgegenwirken. Und dann schauen wir mal, ob das dann nachher irgendwie anders aussieht. So, da sind jetzt so 3 so Päckchen drin. Läuft die Kamera? Ja, läuft. Und hier ist nochmal die Anleitung drauf. Okay, ich mache das mal auf. Ist ein bisschen so wie diese Clear-Up-Strips. Und dann sind da so... Ah, okay. Wow, die sind ganz nass. Mit der beschichteten Seite. Oh. Wow, das ist so ganz nass. Was ist jetzt beschichtet? Ach, da wo sie kleben wahrscheinlich. Also, die sehen jetzt so aus. Und ich denke mal, da wo die jetzt kleben geblieben sind, das ist die Seite, die dann den Wirkstoff hat. Oh, die sind so ganz schwabbelig. Ganz labbelig. Und dann... Sorry, ich führe es euch gleich vor. Ah, und dann bleiben die so von selber. Oh, das ist voll angenehm. Das kühlt jetzt so richtig. Wow, das ist verrutscht. Also die kleben nicht, aber die bleiben so von... Die saugen sich so leicht fest. Oh, das ist ja voll angenehm. Cool. Da darf man jetzt natürlich nicht lachen. So, Nummer 2. Löst man so ab. Und dann die Seite, wo sie draufkleben... Unter das Auge. Genau. Oh, richtig schön, voll kühlend. Und dann tue ich sie hier möglichst dicht ans Auge und streiche sie so fest. Sieht man auch kaum. Boah, ich glaube, das ist echt gut so vor, wenn man abends irgendwo hingeht oder so, wo man gut aussehen will. Dann kann man da die Partie nochmal so mit Feuchtigkeit versorgen. So, jetzt sind sie drauf. Und jetzt lasse ich sie so
10 bis 20 Minuten einwirken. So, die 20 Minuten sind um und jetzt wird es Zeit, hier diese Augengel-Patches abzuziehen. Und die will man gar nicht mehr ablegen, weil die so angenehm auf der Haut irgendwie sind. Aber ich mache das jetzt natürlich trotzdem. Also es kühlt auf jeden Fall total und ist voll so der Erfrischungseffekt. Also von daher sitzt es schon mal gut. Jetzt schauen wir mal, wie es da drunter aussieht. Lassen sich ganz leicht ablösen. Da ist ja kein Klebstoff oder so dran. Die haben sich nur so festgesaugt. So, einmal. Fühlt sich an wie so ein nasser Fisch. Und zweimal. Ja, mal anfassen. Fühlt sich auf jeden Fall ganz weich an. Ja, doch, finde ich gut. Sind zwar schon ziemlich teuer, aber ich finde für so einen besonderen Anlass, wenn man abends mal weggeht und hier die Augenpartie noch ein bisschen pflegen möchte, dafür sind sie sehr gut. Ansonsten, glaube ich, reicht auch so ein Augengel, wie ich es ja normalerweise benutze. Da habe ich ja immer das hier von Alverde und das ist auch so ein klares Gel und ist auch kühlend. Aber die sind auch mal ganz nett. Ja, Haare sind mittlerweile auch trocken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Haarkur richtig ausgewaschen habe. Irgendwie fühlen sie sich gerade noch ein bisschen so schwer an. Ich glaube, man muss die mal so gründlich auswaschen. Oh. Aber ich glaube, es geht. Also die Haare fühlen sich jetzt schon weich an auf jeden Fall. Ja, die Haut ist auch ganz gut. Ich habe sie jetzt noch kurz eingecremt mit hier der Creme von Balea. Das ist die mattierende Creme mit Fruchtsäure aus der Balea Young Reihe und die mag ich auch sehr gern. Mattiert und ich wollte jetzt auch nicht so was Schweres drauf tun, sondern nur so was, ja, Ausgleichendes. Und zu guter Letzt werde ich noch kurz meine Arme hier mit dem mit der Bodylotion von Tracklemoon eincremen. Die riecht nach Kokosnuss, was ich manchmal ganz gern mag. Nicht immer, aber. Und dann nehme ich dann so ein bisschen. So, um meinen Wellness-Tag abzuschließen. So. Weil die Arme sind ja doch immer vielen Einflüssen ausgesetzt. Und dann kann man die auch noch ein bisschen pflegen und dann auch die Hände ein bisschen. Ja, und das war's mit meinem kleinen Programm. Ja, als Fazit kann ich sagen, ich finde die drei Produkte wirklich gut. Man sieht jetzt nicht so einen Wow-Effekt von vorher nachher, aber das ist ja eigentlich oft nicht so. Aber ich denke, es schadet nicht und tut der Haut und den Haaren sicher auch mal ganz gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut. Ciao.